Also wie man sich in diesem Spiel einloggen muss, ist echt geil. Login, neu laden, dann die Welt wählen. So richtig blöd. Es geht heute um das Browser-Game King's Age, wie wir hier sehen. Ich habe mich schon mal eingeloggt, beziehungsweise angemeldet, registriert. Und jetzt kommen wir hier zur Wahl. Welt 1 bis 6. Welt 1 existiert seit 2009. Schauen wir mal. Hui, die sechste Welt ist aber schnell. Ah, es gibt noch mehr. Welt 39, aktiv seit 4.11.21, das ist erst kurzem, seit kurzem eröffnet worden. Wir haben nämlich jetzt den 5.01.22, also 2 Monate, nicht ganz. Hier nehmen wir jetzt teil. Sitzung abgelaufen, falsches Passwort. Okay, Leute. Gehen wir mal in die Einsteigerwelt. Ah, das geht. Errichte deine Siedlung. Okay. Ich bleibe im Südwesten, so wie im echten Leben. Bestätigen. Aha, da haben wir schon was. Willkommen bei King's Age. Dieses Tutorial soll dir helfen, dich schnell im Spiel zurechtzufinden. Wenn du dieses Tutorial schließt, kannst du es jederzeit unter Profil, Einstellungen wieder aktivieren. Okay. Machtbereich 50, Punkte 50. Lagerhaus voll. Ich generiere Steine 27 pro Stunde, Holz und das ist Erz. 27 pro Stunde, hier ist alles voll. Siedlungsansicht, Karte. Okay, so. Diese Seite ist die grafische Siedlungsübersicht. Du erreichst sie jederzeit, wenn du auf bla bla bla. Auf dieser Seite siehst du auf einen Blick, wie es um deine Siedlung steht. Wie viele Rohstoffe du produzierst. Welche Truppen du machst. Okay. Dann gehen wir auf Karte. Hier sehen wir alle Siedlungen, ne? Im Umkreis. Der hat sogar schon eine Burg drin. Siff-Siedlung hier. Aha. Okay, dann machen wir mal weiter. Das Wichtigste, um deine Siedlung aufzubauen, auszubauen und zu vergrößern, sind Rohstoffe. Deshalb solltest du als erstes die Gebäude für die Rohstoffproduktion errichten. Gebäude errichten. Angriffsschutz. Ich bin noch im Noobschutz. Burg. Aha. Hier haben wir es. Steinbruch, Sägewerk, Erzbergwerk. Wir kennen dieses Prinzip natürlich schon von O-Game und von Battle Knight und von Byte Fight. Und so wird das hier natürlich auch wieder gespielt. Die Burg bildet das pulsierende Herz der Siedlung. Okay. Steinbruch. Bauen wir zuerst einen Steinbruch. Minimieren. Das kann ich bauen. Instant. Das war jetzt instant erledigt. Dann bauen wir mal das hier. Ah ne, hier. Hier ist die Zeit. Ich habe sogar eine Liste jetzt. Soll ich schön einen Schluck trinken? Das Getränk ist richtig geil. Schwarzwaldsprudel, Holunderbeeren. Ah, okay, Steinbruch. Los, los, los. Siff-Siedlung. Also ich kann hier meiner Siedlung einen neuen Namen geben. Siv-Siedlung heißt, wie nennen wir es? Wie heißt die Burg von Stark? Weiß ich auch nicht mehr. Hat die überhaupt einen Namen?
Ich kenne nur Schnellwasser, Kastulistein. Das ist das Problem. Das Ende von der Serie war scheiße, deswegen merkt man sich da nichts mehr. Steinbruch Stufe 1. Okay, Sägewerk erledigt. Dann als nächstes nehmen wir das in die Liste auf. Schauen wir uns mal schön die Siedlung an. Aha, Sägewerk ist jetzt hier. Müller. Da sieht man auch sofort, um welcher Stufe das alles ist. Das finde ich cool. Das ist auch so ein bewegtes Bild. Das haben sie richtig cool gemacht. Ah, hier ist das Sägewerk. Steinbruch. Der Steinbruch ist es. Ne, Sägewerk, dann ist es Steinbruch, oder? Ja. Okay. Dann gehen wir zurück zur Burg. Wir nennen es die Schwarze Feste. Thronsaal, gehen wir mal in den Thronsaal. Holzfäller, Lehrbrief. Okay, für 20 Kronen. Ich habe keine Kronen, oder? Nee. Bevölkerung, okay. K53, also immer 53 ist T. Gratulation, du hast nun ein erstes Gebäude errichtet. Klicke auf den Gebäudenamen des Spielkarte Steinbruch. Aha. Ah, da komme ich direkt rein. Cool. Hier sieht man dann, wie es weitergeht. Okay, ich habe einen Müller. Die Früchte des Feldes werden in der Mühle gemahlen. Mit dem Mehl kann der Müller dann deine Siedlung versorgen, sodass kein Bürger deines Königreichs Hunger leiden muss. Also man muss auch noch darauf achten, dass die Leute genug zu essen haben. Schau mal in der Kaserne, da ist noch nichts drin. Dafür brauche ich Lagerhaus 3, Müller 3. Markt. Lagerhaus 5. So schaltet man nach und nach alles frei. Also, Lagerhaus brauche ich auf 5, auf jeden Fall 3 und 3. Aber die Burgbewohner finden darin Platz. Umso mehr Baumeister finden darin Platz. Ah, cool. Dann machen wir das doch gleich. Mehr Baumeister heißt hoffentlich schneller fertig werden. Ne? Hoffe ich mal. Das ist wie die Nanitenfabrik von OGM. Der wird auch alles schneller fertig, wenn man die ausbaut. Ja, ich habe OGM, glaube 8 Jahre oder so gespielt. Das hat richtig Laune gemacht. Stufe 3. Hier steht dann, wie schnell es fertig ist. 1 Minute 41. 1 Minute 20. Siedlungsbericht. Residenz. Lagerhaus voll. Morgen um 2:06 Uhr. Okay. Punkte habe ich jetzt schon 130. Burgpunkte. Machtbereich 130. Einheiten keine. Mich interessiert jetzt aber, wo steht, wie viele Sachen ich bauen kann, bis die Burg erweitert werden muss. Und ich kann ja nicht aus der Burg herausbauen, glaube ich, oder? Das steht hier nirgendwo. Burgstufe 2. Hier steht nur das. Kriegen wir einfach mal rein? Kann ich gar nicht. Kann ich auf die Burg reinklicken? Profil. Ich bin bei Rang 45. Das scheinen nicht viele zu. Nicht viele zu spielen, ne? Kann es sein?
Statistiken. Für dieses Spielfeature benötigst du einen Premium-Account. Ach was. Um Statistiken einsehen zu können, brauche ich einen Premium-Account. Da war er doch auch. Das ist doch ein Witz. Das ist ein richtiger Witz. Eine Minute. Aber die weitere Stufe von Burg hat mir jetzt nur 4 Sekunden eingebracht. Das war doch jetzt richtig dumm, oder? 4 Sekunden bloß. Das war ja nix. 5 Minuten dafür, 8 Minuten fürs Lagerhaus. Heilige. Für dieses Versluck-Video mache ich natürlich ein paar Sprünge zwischen diversen Fortschritten. Jetzt haben wir den Start gesehen. Als nächstes zeige ich euch dann, wie es aussieht, wenn man schon ein Lagerhaus, wenn man schon die Sachen hier hat. Kaserne und Residenz. Was dann los ist, das zeige ich euch dann auch noch. Und wenn ich dann jemanden angreifen kann, von der Karte aus gesehen, zeige ich euch das auch noch. Wenn ich da reinklicke, Vigo 800 Punkte, hat eine Allianz, AMW, Affen mit Waffen. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel. Hier geht ja eh nichts. Siedlung. Eine Allianz kreieren will. Dann geht das noch nicht. Burg. Dann bauen wir das, dann das. Dann Stufe 3. Ah ja, okay. Jetzt ist full. Zusätzlich entstehen die Kosten durch die Bauliste 56%. Ah, hol dir Premium. Kostenlose Bauschleife. Ah. Ja, alles klar. Dann brechen wir das Ganze ab. Zwei gehen und am dritten muss man dann auf jeden Fall schon mehr Prozent zahlen. Ne, das ist dann sogar teurer, nur wegen der Bauliste. Okay, auch richtig blöd. Was finden wir bei Tools? Notizen, Angriffsplaner, Laufzeiten, Rechner. Also ohne Premium kann man das Spiel eigentlich gleich wieder löschen. Beziehungsweise sein Profil hier gleich wieder löschen. Anpassen, Siedlungsbericht, achso, ja, löschen, okay. Textnavigationsbalken, Zeilenumbruch. Okay. Abwesenheit, Login, super, dann Frage. Grundeinstellungen. Thronsaal. Ah, hier Allianz. Kann ich gründen? Stream. Force. SF. Die Abkürzung muss mindestens 2 Zeichen lang sein. Und das sind keine 2 Zeichen. Ist ja dumm, Alter. Punkt, Punkt, Streamforce. Ihre Ankündigungen bei Fragen wendet euch an Sylph. Ich habe eine Allianz erstellt. Hier sehen wir das Profil der Allianz. Hier können wir ein Allianz-Wappen hochladen. Ne? Da können wir direkt bei Media Server auf Streamforce. Was habe ich hier so auf Lager? Ja, okay. Könnte ein bisschen besser sein, ne? So die Auswahl meine ich. Okay.
Wobei, sieht ganz okay aus. Ja, geht besser. Geht besser. Hallo? Für demonstrative Zwecke ist es eigentlich okay. Eigentlich. Aber bei mir muss ja immer alles perfekt sein. Fev-Icon, Discord-Icon. Hat das ein. Ja, das lassen wir jetzt. Eigentlich muss es ja so ein transparenter Hintergrund sein. Beschreibung. Homepage, IRC-Channel, eigenes Forum haben wir nicht. Mitglieder bin ich. Diplomatie ist nichts. Angriffe, nichts. Übersicht. Allianz offensiv gegründet. Profil, okay. Und wie kann ich jetzt eine Beschreibung hier? Hier. BBC kenne ich auch noch. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Das war nur zu rein demonstrativen Zwecken. Schauen wir mal, was unsere Burg dazu sagt. Lagerhaus dauert immer noch 3 Minuten. Okay. Siedlungen. Siedlung hinzufügen. XY. Kontakte hinzufügen. Truppen schicken, Rohstoffe schicken, zu den Favoriten hinzufügen, auf der Karte markieren, hol dir Premium. Okay, also. Da machen wir einen kurzen Sprung in die nächste Phase. Okay, wir sind jetzt auch hier ein bisschen weiter. Wir haben ein paar Tage gezockt. Ungefähr eine Woche. Bis dahin habe ich Folgendes hinbekommen: die Burg auf Stufe 8, Steinbruch auf 8, Sägewerk, bla 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 bla. Und alles, was es so zu bauen gab, habe ich ja schon mal auf Stufe 1 gebaut. Das Spiel ist sehr schwergängig. Also, wenn ihr das wirklich spielen wollt, weil euch so das Thema gefällt, dann spielt etwas, das ungefähr die vierfache Geschwindigkeit hat. Weil diese Einfachgeschwindigkeit ist zu langsam. Hier geht kaum was voran. Eine Woche Stufe 8, 8. Das bringt einfach gar nichts. Ich habe einen Marktplatz gebaut, da habe ich einen Esel. Also ich habe ein Angebot erstellt. Das sind hier eigene Angebote. Mit pro Esel könnt ihr halt ein Angebot erstellen oder einen Handel durchführen. Und mein Esel ist jetzt eben beschäftigt, indem er dieses Angebot hier durch die Gegend schleppt. 400 von dem, was auch immer das ist, Stein. Und dafür will ich 250 Holz. Der Kurs ist ungefähr 1 zu 1,25. 1,2 zu 1,25. So ungefähr ist der Kurs. Grob überschlagen. Fremde Angebote habe ich hier noch nie gesehen. Da konnte ich suchen, so viel ich wollte. Ich habe hier noch keine Angebote gesehen. Spieler sind auch sehr wenige unterwegs. Ich bin Platz 35 mit 863 Punkten. Von insgesamt 91 Spieler sind zwei abgesprungen. Kämpfe gab es noch nicht. Ich konnte aber zwischenzeitlich einen, hier Kaserne, konnte ich einen Kundschafter ausbilden. Versuchen wir doch mal jetzt was auszukundschaften, ne?
Das machen wir auf der Karte. So, Vigo, 800 Punkte. Hier können wir jetzt mal auf der Karte markieren, Truppen schicken. Er gehört zur Allianz Affen mit Waffen. Machen wir mal Truppen schicken. Und zwar einen Kundschafter mit Spionieren. So, Dauer. Hoi, eineinhalb Stunden nur um zu kundschaften. Hohoho. Das ist ordentlich, ey. Eineinhalb Stunden, also mit Pferd müsst ihr schneller unterwegs sein eigentlich. Das Spiel dauert einfach viel zu lange. Ja, einen Kampf würde ich euch vielleicht auch noch zeigen, aber ich glaube, bis dahin sind wir alle alt und grau. Und ganz ehrlich, ich glaube, für dieses Spiel hat bringt keiner oder wenig, sehr wenige bringen für so ein Spiel Geduld auf. Da muss man ja was weiß ich. Kronen holen. Ja, also, wie man sich noch ein Reliquien der aktuellen Siedlung. Eine neue Siedlung kann man sich hier mit Grafen holen. Wie man aber zu einem Grafen kommt, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht herausgefunden. Weil forschen kann man den nicht. Da steht immer Einheit sofort verfügbar. Aber ich weiß nicht, wie man zu so einem Grafen dann tatsächlich kommt. Siedlungen. Das Spiel ist ganz ehrlich viel zu träge und sehr viel zu kompliziert. Für meinen Geschmack. Ich komme jetzt gar nicht mehr zurück, oder? Ah, ist ein neuer Tab geöffnet. Nachrichten und Berichte. Ende des Angriffsschutzes. Ah! Der Angriffsschutz wird morgen um 16:44 auslaufen. Von diesem Zeitpunkt an bist du von jedem Königreich angreifbar, das maximal 10 mal so viele Punkte besitzt. Das war dann heute. Ab heute, 16:44. Okay, ich bin seit 2 Stunden angreifbar. Ja, im Thronsaal könnt ihr euch natürlich mit Kronen Dinge kaufen. Kronen, natürlich Real Life. Profil. Ich habe natürlich die Streamforce ja noch im ersten Videoteil erstellt. Also, und die Siedlung sieht jetzt mittlerweile so aus. Ich erhalte 64 pro Stunde von Stein, 52 Holz, 42 Erz. Ich habe eine Stadtmauer gebaut. Also ganz ehrlich, Leute, ihr seid mit Ikariam oder mit O-Game am besten bedient. Mein Favorit ist O-Game. Da geht es etwas flotter voran. Aber auch nicht so flott, dass man immer online sein muss. Wenn man natürlich Weltraumsimulationen mag. So, ich denke mal, mehr als das werde ich euch in diesem Game nicht zeigen. Meine Geduld ist eigentlich so ziemlich am Ende jetzt mit dem Spiel. Das Kartensystem ist auch bescheuert. Aber cool, ja, okay, cool ist es schon, dass man das hier so sehen kann. Okay, also. Dann hoffe ich, konnte ich euch das Spiel mehr oder weniger umfangreich zeigen. Wenn ihr euch tatsächlich für dieses Spiel entscheidet, viel Spaß. Aber sucht euch auf jeden Fall etwas, das schneller geht. Zur Geschwindigkeit mal 4 oder sowas. Dann geht es viel schneller voran. So, also, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.